Willkommen zu einer neuen Woche. Letzte Woche habe ich euch das Ding mit dem Auspuff gezeigt, wo ich den Krümmer gekürzt habe. Jetzt geht es gleich weiter mit dem 130er. Ich werde jetzt das Ding nochmal starten. Werde nochmal eine Leistungskurve machen, dass wir sehen, okay, liegen wir ungefähr auf dem Niveau von letzter Woche. Weil es natürlich immer, wenn Zeit dazwischen ist, muss man halt schauen auch, dass das richtig ist und dass das Gleiche dabei rauskommt. Das ist aber ja, relativ gleich. Das heißt also, ich weiß immer, wie die Bedingungen sind. Ich muss immer die Bude durchlüften. Ich weiß, meine Teile sind dran. Ich kenne meine Abstimmung. Wie ist das Wetter dazu und so weiter. Das ist gar kein Problem. Trotzdem mache ich eine Eingangskurve, mache ich immer. Dann werde ich den Zylinder runterbauen und dann friemel ich euch dort mal ein paar Nebenauslässe rein. Werde ich mal zeigen, wie ich das mache, aber nicht völlig im Detail, weil wir wollen ja nicht alles verraten. Ist nur ein weiteres Detail, um einfach auszuprobieren, okay, was passiert, wenn? Die Frage habe ich letztens gehört. Mich würde interessieren, was Nebenauslässe bringen. Ich zeige es euch in dem speziellen Fall jetzt mal hier. Mal nur mit ein paar Nebenauslässen auf einer relativ geringen Steuerzeit, nur dass wir ein bisschen mehr Fläche haben, weil ich weiß schon, wenn ich die Kurve sehe, Nebenauslässe würden der ganzen Sache gut tun. Das mache ich jetzt und ich muss euch auch noch eins erklären. Es kamen jetzt natürlich Fragen, ah, könnt ihr mir so einen Motor bauen, was kostet das und so weiter. Die Videos hier sollen dazu dienen, euch was zu erklären. Unsere Entwicklung von so einem Motor, die kann teilweise bis zu einem Vierteljahr dauern. Ich habe schon an Motoren entwickelt, ist jetzt kein Spaß, ist kein Witz. Kommen da wieder Leute, ja, ja. 50er Rennmotor damals, da habe ich 4 Jahre dran gebaut, bis der perfekt war. Bis ich irgendwann über 20 PS am Hinterrad hatte und bis das Ding dann auch wirklich gut fahrbar war und gehalten hat, das hat lange gedauert. Und so eine Abstimmung von so einem Ding auf dem Prüfstand, dort vergehen manchmal 100, 200 Leistungskurven, bis wir das wirklich so haben, dass wir sagen, erstens, wir verkaufen es, zweitens, es wird halten und wir sind halt einfach zufrieden. Wo wir sagen, okay, ey, das kannst du anbieten, total cool. Man kann natürlich schon, ne, mit dem ist es original, die 18 PS, die wir jetzt fast schon hatten und die 20 Newtonmeter, das wird total geil fahren. Trotzdem wissen wir, es geht immer besser. Jetzt kann es sein, dass der Motor in Serie kommt, dass wir sagen, okay, der originale Zylinder mit dem Gehäuse und den Teilen. Allerdings glaube ich das nicht, weil ich genau weiß, dass wir ein paar Details haben, wo wir sagen, okay, dort kannst du eine Kleinigkeit holen, dort. Und dieses Paket in Summe mit der Abstimmung der Zündung und allem, was dazugehört, hat meistens nochmal riesige Vorteile. Das Ding braucht weniger Sprit, wir haben vielleicht die Leistung doch bei einer wenigeren Drehzahl und trotzdem ein riesig breites Band und so weiter. Und da arbeiten wir halt ständig dran, um euch die perfekten Produkte zu bieten. Das habt ihr bestimmt schon mal gemerkt, wenn ihr mit dem Motor von uns gefahren seid. Die funktionieren nämlich. Bin ich sehr stolz drauf und deswegen auch nochmal ein Gruß an mein Team, ihr seid die geilsten. So, und jetzt geht's los, Eingangskurve und dann geht's ab zum Fräsen. So, das ist jetzt meine Eingangsmessung. Man sieht das kaum den Unterschied, weil wir haben hier die blaue Kurve und wir haben die rote Kurve. Liegt wirklich exakt aufeinander, ist also genau das gleiche, die Gleise so wie vorher. Und jetzt habe ich auch mal eins gemacht, ich habe das mal weiter drehen lassen, mal bis 9000 Umdrehungen und nicht schon bei 7,5 aufgehört. Und man sieht halt, die Leistung fällt hier hinten nicht ab unter 15. Also wir haben 15 PS weiter. Hier haben wir irgendwo 18, dann fällt es hier ab auf 15. Es würde sich jetzt schon unwahrscheinlich elastisch fahren damit. Bin ich totaler Fan, das macht so schon Spaß wie Sau. Trotzdem ist das noch nicht am Ende. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Denn jetzt baue ich das Ding runter und mache den Nebenauslässe rein. Zack, und da ist das auch schon runter. So, das ist jetzt hier der Blick von oben. Ihr seht unten die Anrisse, die ich gemacht habe. Das sind keine Anrisse, das ist natürlich dünner Stift. Und ja, das ist eine Steuerzeit, die habe ich gewürfelt. Also, das heißt, aus meiner Erfahrung weiß ich, wie ich die fräse, auf welche Steuerzeit ich diese Nebenauslässe mache und auch wie groß ich die mache. Und ich mache jetzt auch tatsächlich wirklich nur die Nebenauslässe. Ich vergrößere sonst nichts anderes. Ich mache tatsächlich wirklich nur die Löcher rein in einem, ich nenne es mal durchgehenden Durchmesser. Wie ich das mache, das zeige ich euch nicht. Habe ich meine eigene Technik, habe ich auch schon ganz oft gemacht, auch vor allem, dass man das hinkriegt, ohne dass die Beschichtung kaputt geht. Bei den Zylindern und bei den Nebenauslässen geht das auch, wenn man die anderen Zylinder macht. Es ist oft nötig, dass man die Beschichtung neu macht, weil wenn die Nebenauslässe riesig groß werden, hat man oft das Problem, dass eben Negasil abbricht. Und das muss man schon ganz genau fräsen, also da muss man schon die Zunge ganz schön gerade in die Gusche nehmen. Ist manchmal schwierig, deswegen müssen wir dann immer schauen, ob das Negasil nachher beschädigt ist. So, jetzt geht's los. Ich war mal ein bisschen nostalgisch, wenn ich hier an dem Platz stehe. Immer an die Zeit denke ich zurück, wo ich noch ein junges Mädchen war.
Da habe ich den ganzen Tag solche Zylinder gefräst. Mache ich jetzt nicht mehr, habe ich gar nicht mehr die Zeit dazu, weil ich mich wirklich um ganz viele verschiedene Sachen kümmere. Aber wenn ich mal wieder, wie jetzt, eben Zeit habe dazu, an so einem Ding rumzubasteln, mal wieder Leistung zu machen, es ist immer wieder cool, ich freue mich darüber. Und ich komme zum Glück mehrfach das Jahr dazu, allerdings nicht mehr täglich. Früher habe ich jeden Zylinder noch einzeln gefräst. Das geht jetzt nicht mehr, weil wir viel zu tun haben. Und trotzdem kümmere ich mich mit zwei Leuten zusammen um die Entwicklung der ganzen Sachen. Und das macht tatsächlich eine ganze Menge Spaß. Erstmal Ohrschützer aufsetzen hier, robbt ja die Löffeln weg. So, die zwei Löcher habe ich jetzt drin, sind unsere Nebenauslässe. So sieht das aus. Die haben also, das kann ich schon mal verraten, ein bisschen eine geringere Steuerzeit als der Hauptauslass. Und jetzt tue ich das Ding mal noch nachhauen, weil es zwar doch ein paar ganz kleine Kratzspuren drin, ist wahrscheinlich doch ohne Luftfilter auf dem Prüfstand schon Dreck reingekommen. Also nachhauen, ab mit dem Luftfilter drauf und dann wird das ganze Ding wieder zusammengebaut und dann wieder eine Leistungskurve. Ich bin gespannt. So, Zylinder geholt, Luftfilter drauf gebaut. Der Luftfilter, da müsste eigentlich reichen bei dem 28er Vergaser, das werden wir jetzt gleich sehen, wenn das Ding völlig abkrebelt, mache ich nochmal ihn ohne. Völlig egal, jetzt geht's los. Jetzt testen wir und gucken wir, was dabei rauskommt. Ich bin richtig gespannt, tatsächlich. Das ist immer wieder was Neues, weil jedes System will einzeln abgestimmt werden. Dann kann es sein, dass die Nebenauslässe zum Beispiel auch gar nichts bringen, weil es an einer anderen Stelle klemmt. Und das ist ja genau unser Job, das, was wir hier machen. Deswegen erzähle ich auch nicht alles, was wir machen, aber ich hoffe, dass das ein einleuchtendes Beispiel ist dafür, was passiert, wenn man Nebenauslässe reinmacht. So, und da sind wir jetzt. Total cool. Hat also richtig viel gebracht. Ihr seht, die rote zur blauen Kurve. Die rote Kurve ist mit Nebenauslässen, die blaue Kurve ist ohne Nebenauslässe. In dem Fall haben wir hier, ja, ich sag mal so ziemlich genau ein PS mehr und ziemlich genau ein Newtonmeter Drehmoment mehr. Und das ist natürlich wirklich heftig. Jetzt muss ich mal hier unten noch hinzoomen. Was heißt heftig? Ne? Aber wir haben jetzt mittlerweile schon 21,5 Newtonmeter. Vollkommen pervers. Das Ding hat jetzt schon Leistung bei 6600 Umdrehungen. Hat das jetzt schon 19 PS. Und das ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das heißt also, ich werde hier weitermachen. Das war's für das Thema. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was natürlich total lustig ist, dass sich die Luftfilter schon beim Anmachen verloren hat von dem Gerät. Einmal mit Profis arbeiten. Richtig gut. Das habe ich wirklich toll gemacht. In dem Fall ist die Kurve aber auf jeden Fall noch besser vergleichbar, weil es könnte sogar sein, dass sich durch den Luftfilter was ändert und so weiter. Da ging es schlecht am Rahmen vorbei. Müsste ich jetzt wirklich was bauen, ist unser Testmoped. Ja, aber trotzdem. Ich hoffe, das war einleuchtend für euch, was das bringt. Im Endeffekt haben wir jetzt mehr Vorauslass. Das heißt, es kann mehr Gas raus in den Auspuff und auch wieder rein. Und wir haben vorne rum das Drehzahlband eigentlich fast nicht verschlechtert. Also es ist wirklich ein Hauch von nichts. Und dann hinten raus trotzdem viel mehr Leistung. Und natürlich gibt es jetzt noch 1000 andere Stellen. Das heißt also, ne, wir sagen jetzt, wir haben irgendwo noch nicht mal 20 PS. Und wir kriegen aber so einen Motor auch bis auf 40. Aber das waren jetzt nochmal zwei kleine Einblicke der letzten Wochen. In diesem Sinne, sportfrei und bis zum nächsten Mal.